Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wann wir schreiten Seit an Seit, das ist unser Lied. Und in dem Lied kommt die Textzeile vor: Mit uns zieht die neue Zeit. Mit uns zieht die neue Zeit war immer Ansporn und Anspruch der Sozialdemokratie. Aber nur zu singen, dass mit uns die neue Zeit zieht, reicht nicht aus, wenn wir keine Vorstellung von der neuen Zeit haben. Nur zu singen, mit uns zieht die neue Zeit, reicht nicht aus, wenn wir keine progressiven Ideen für die neue Zeit haben. Nur zu singen, mit uns zieht die neue Zeit, reicht nicht aus, wenn wir keine klare Haltung haben. Und damit die neue Zeit nicht einfach so an uns vorbeizieht, müssen wir diesem Anspruch endlich wieder gerecht werden, liebe Genossinnen und Genossen. Und um diesem Anspruch wieder gerecht zu werden, braucht unsere Partei Orientierung. Wir brauchen Orientierung, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass das gerade unserer Partei und auch uns selber mangelt. Was aber meine ich mit klarer Orientierung? Orientierung bedeutet ein schlüssiges Zukunftskonzept, orientiert an unseren Grundwerten von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ein solchen in sich schlüssiges Zukunftskonzept haben wir derzeit nicht. Vielmehr beschränken wir uns selbst. Wir beschränken uns selbst, denn allzu oft denken wir bereits vom Kompromiss her. Wir sagen zum Beispiel, dass wir den Niedriglohnsektor beschränken wollen. Aber wenn wir ihn doch nur beschränken wollen, gestehen wir doch ein, dass wir den Niedriglohnsektor an sich schon akzeptieren. Warum sagen wir nicht klar, wir wollen keinen Niedriglohnsektor? Wir beschränken uns selbst, wenn wir das Kleine als Nonplusultra darstellen. Da wird die Stellenerhöhung im Bereich der Pflege im GroKo-Vertrag von 8.000 Stellen derartig über den grünen Klee gelobt. Und wir meinen, wir hätten damit die Pflege gerettet. Und danach ist das Thema beerdigt. Das dürfen wir nicht länger zulassen. Wir beschränken uns selbst, wenn wir nur noch Teilaspekte diskutieren, aber das große Ganze völlig aus dem Blick nehmen. Oder kennen wir womöglich das große Ganze gar nicht mehr? Sprechen wir deshalb eine Sprache, die keiner mehr versteht? Warum nennen wir Menschen, die vor Krieg geflüchtet sind, subsidiär Schutzbefohlene? Warum objektivieren wir subjektives Leid? Warum tun wir das? Und was genau versteckt sich hinter dem Begriff der Doppelverbeitragung? Ernsthaft? Da muss der Ergänzungs- und Erklärungsband immer gleich mitgeliefert werden. Und warum stehen wir eigentlich für mehr Gerechtigkeit? Gehen wir etwa davon aus, dass Gerechtigkeit schon erreicht ist? Ernsthaft? So geht das nicht mehr. Wenn wir es allen recht machen wollen und nach allen Seiten offen, liebe Genossinnen, Genossen, wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht. Applaus
Und deshalb haben wir was miteinander zu klären. Welche Idee hat die Sozialdemokratie zu den großen Leitthemen unserer Zeit? Diese großen Themen sind im Leitantrag aufgeführt: Bildung, digitaler Fortschritt, soziale Sicherheit. Welches Konzept haben wir denn für die frühkindliche Bildung? Qualität oder Beitragsfreiheit oder und Beitragsfreiheit? Welche Schulform ist denn nun die richtige? Ich zähle mal auf, was mir in den Kopf gekommen ist. Gemeinschaftsschule, Sekundarschule, Gesamtschule, Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Mit oder ohne Ganztag, gebunden oder offen. Sorry, da blickt doch keiner mehr durch. Wir reden immer über einen digitalen Wandel, aber wie konkret wollen wir den denn gestalten? Haben wir dazu Antworten? Bislang reden wir nur darüber, dass es den gibt. Aber unser Anspruch muss es doch sein, genau diese Veränderung zu gestalten. Und deshalb haben wir was miteinander zu klären. Und wir haben zu klären, wie wir den sozialen Staat in Gänze sehen, um eben nicht nur einzelne Bausteine nebeneinander zu setzen, den ausgebrochenen Mörtel zu reparieren und zu hoffen, dass wir selber und die Menschen da draußen erkennen, wie das Gesamtbauwerk am Ende vielleicht aussehen könnte. Wir müssen die Erbauer des Gesamtbauwerks sein, und dafür müssen wir auch die Ruinen der Vergangenheit, die auf keinem sicheren Fundament mehr stehen, abreißen. Wir müssen endlich dazu kommen, Hartz IV zu überwinden, liebe Genossinnen und Genossen. Wir müssen dazu kommen, nicht einfach zu sagen, Hartz IV muss weg, weil ernsthaft, das hilft den Menschen nicht, die darauf angewiesen sind, sondern wir müssen in Gänze einen Sozialstaat entwickeln, der auch die Antworten gibt auf die neue Zeit, die wir zu gestalten haben. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, es geht ein weiteres, neues Gespenst durch Europa. Und dieses Gespenst heißt Rechtspopulismus. Die Rechtspopulisten nähren sich aus der Angst, und sie schüren sie zugleich. Aber auf diese Angst kann unsere Antwort doch nur Mut sein. Wieder Mut zu haben, dass Politik die Verantwortung hat und sie auch übernimmt. Wieder den Mut haben, Antworten zu geben, zu gestalten und zu verändern. Wir haben diesen Mut in den vergangenen Jahren verloren. Ja, ich will behaupten, wir haben ihn uns selbst ein Stück weit genommen. Wir haben ihn uns selbst genommen, als wir uns dazu entschlossen haben, dass das Seelenheil in der Deregulierung der Märkte liegt. Wir haben ihn uns selbst genommen, als wir davon ausgingen, den Sozialstaat ins Private zu verlagern und damit anderen die Vorsorge zu überlassen. Wir haben nicht einmal gemerkt, dass wir anderen dadurch auch die Gestaltungskraft überlassen haben. Damit muss Schluss sein. Wir müssen damit aufhören zu sagen, was Politik alles gerade nicht kann. Wir müssen damit aufhören, sondern vielmehr das Heft des Handelns wieder selbst in die Hand nehmen. Denn nur so können wir auch wieder Vertrauen bei den Menschen auch in NRW erlangen. Und dafür braucht unsere Partei ein klares Profil, eine klare Haltung und Orientierung. Und diese Orientierung kriegen wir nicht dadurch hin, dass jeder für sich denkt, sondern das geht nur zusammen.
Wir brauchen einen breit angelegten Prozess. Wie dieser Prozess angelegt sein soll und im Leitantrag beschrieben ist, will ich euch gleich sagen. Wie es nicht geht, will ich euch an einem Beispiel deutlich machen. Ende März ploppte plötzlich in den Medien auf die Idee vom sozialen Grundeinkommen durch Michael Müller, regierender Bürgermeister in Berlin. Plötzlich sahen sich ganz viele Menschen gemüßigt, insbesondere Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, den Vorschlag zu kommentieren und ihre Auffassung abzugeben. Wir redeten plötzlich über ein bedingungsloses Grundeinkommen, über ein Grundeinkommen an sich oder ein soziales Grundeinkommen. Der geneigte Leser, die geneigte Leserin war etwas verwirrt und wurde genauso zurückgelassen. Denn seit Ende März ist die Debatte plötzlich abrupt abgebrochen und in unserer Partei überhaupt nicht ausdiskutiert. Sie verschwand von der Bildfläche. Und ich sage euch ernsthaft, wir haben da was zu klären. Worüber reden wir denn da genau, um dann zu Lösungen zu kommen? Für mich steht da im Mittelpunkt, wie kriegen wir diese Klärung hin? Die kriegen wir nur mit allen Mitgliedern hin. Nicht zuletzt die Veranstaltungen zur GroKo haben gezeigt, dass wir miteinander um die besten Lösungen ringen können. Unsere Mitglieder haben ganz viel zu sagen, egal ob sie 50 Jahre oder 50 Tage in unserer Partei sind. Unsere Mitglieder ist ein echter Schatz an Wissen, den müssen wir nur endlich mal auch heben. Und darum fordern wir alle Gliederungen auf. Beginnt mit diesem Beteiligungsprozess an den drei großen Leitthemen: Bildung, soziale Sicherheit, digitaler Fortschritt. Dabei ist es völlig egal, ob ihr alle Themen euch annehmt oder nur Einzelthemen daraus. Aber fangt damit an, öffnet diesen Prozess für alle Mitglieder und bindet Externe ein. Denn diese Leitthemen werden auch im Vorstand parallel behandelt werden müssen. Wir müssen Positionen entwickeln und müssen dann im Gegenstromverfahren immer weiter unsere einzelnen Positionen verdichten. Und auch auf die Regionen kommt eine vielleicht für die eine oder andere neue Bedeutung zu. Wir müssen auch dort die einzelnen Positionen immer weiter zusammenbinden, um am Ende des Tages tatsächlich zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Wir müssen damit aufhören, in Grüppchen und Kreisen zu diskutieren, die kein Mensch kennt. Ich verweise auf die Anträge, die vorliegen. Da werden Arbeitsgruppen gefordert, die längst existieren. Anscheinend hat da keiner was von mitgekriegt. Und deswegen sage ich, noch schlimmer ist, wenn keiner was von den Ergebnissen dieser Gruppen mitbekommt. Deswegen sage ich, wir müssen die Türen aufmachen. Wir brauchen nicht noch unzählige Gremien dazu, sondern Schluss mit dem Einschließen, raus. Und ich sage auch für den neu zu wählenden Vorstand insgesamt, wir haben ja gleich noch die Beisitzerwahlen. Raus aus der Kavallerie, rein ins Leben, rein zu euch. Ja, wir sprechen viel in der Partei über Digitalisierung. Aber die Digitalisierung ist kein Mantra, mit dem das uns neue Positionen gibt, wie wenn wir die Partei neu aufstellen wollen. Nadja, darf ich mal ganz kurz, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, aber liebe Delegierten, bitte lasst uns doch ein bisschen ruhiger sein. Das ist doch wirklich
nicht nur informativ, sondern auch sehr interessant, was unsere designierte Generalsekretärin zu sagen hat. Die digitale Beteiligung, die wir zu organisieren haben in dieser Partei, die kann nur ergänzend und unterstützend sein. Sie darf niemals ersetzend sein für das Miteinanderreden, das Miteinanderdiskutieren und das Miteinander am Ende des Tages entscheiden. Und Parteitage, die müssen wir nicht machen, weil wir sie machen müssen, sondern sie müssen das Forum der lebendigen Diskussion über Inhalte wieder werden. Und dazu müssen wir uns konzentrieren auf die großen Themen dieser Zeit und nicht im Klein-Klein wie ein großer Kramwarenladen nach außen dastehen, sondern wir müssen wieder Alleinanbieter, fachkompetent sein für diese zentralen Fragen unserer Zeit. Und dazu gehört auch, dass wir die Rolle der Antragskommission überdenken müssen, ob sie heute noch so zeitgemäß ist, wenn wir wirklich die Debattenkultur fördern wollen. Wir müssen damit aufhören zu glauben, wenn wir zwei zentrale Veranstaltungen im Land machen, dass bei allen Mitgliedern die Botschaft ankommt und alle vom Spirit dieser Veranstaltung belebt sind. Davon müssen wir weg. Verbesserte Kommunikation kann nicht bedeuten, wir drehen jetzt lustig mal ein paar Videos und überfluten die Postfächer der Mitglieder. Nein, alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind auf ihre Art und Weise Repräsentanten unserer Partei. Als Stadtverordnete, sachkundige Bürgerinnen oder als Ansprechpartner in der Nachbarschaft für ihre Bekannten, Freunde und Verwandten. Wir müssen wieder dahin kommen, dass unsere Mitglieder den Weg der SPD einfach erklären können und eben nicht nur Informationen liefern über Einzelthemen. Denn wenn unsere Haltung klar ist, dann kann jeder das transportieren, runtergebrochen auf jedes Einzelthema. Und deswegen nochmal, lasst uns gemeinsam wieder Orientierung geben, weil wenn wir Orientierung haben, ist es völlig überflüssig, ob morgen etwas Neues aufploppt am Himmel. Wir haben dann eine Antwort, weil wir eine Basis haben, weil wir ein Fundament haben. Und dieses Fundament heißt Orientierung, liebe Genossinnen und Genossen. Es darf uns nicht mehr passieren, so wie wir es oft erlebt haben, insbesondere in den beiden zurückliegenden Wahlkämpfen, dass selbst Funktionärsträgerinnen und Träger in unserer Partei nicht wussten, was Ziel der SPD ist. Also Sprachlosigkeit in der SPD, etwas Schlimmeres darf uns nie wieder passieren. Aber die Verantwortung für unsere Partei trägt nicht allein die Führung. Wir müssen damit aufhören, darauf zu warten, dass Einzelne in Führungspositionen alle Antworten zu liefern haben, an denen wir uns dann abarbeiten. Und mit denen meine ich nicht die Antworten, sondern wir arbeiten uns immer lieber an den Personen ab, anstatt uns über die Inhalte auseinanderzusetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir müssen wieder lernen, miteinander zu diskutieren. Wir müssen wieder lernen, auf Augenhöhe auch andere Meinungen auszuhalten, weil es geht um viel. Es geht für die Sache, um unsere Partei und um die Zukunft. Und es geht beileibe nicht um uns persönlich. Bitte lasst uns das wieder gemeinsam vereinbaren. Und das alles, liebe Genossinnen und Genossen,
ist kein Kurzstreckenlauf. Dafür brauchen wir Ausdauer. Denn wir sind alle gefordert. Gefordert, unsere Ideen einzubringen, Argumente auszutauschen. Und am Ende des Prozesses, ja, dann dürfen wir nicht nur sagen, wir haben breit diskutiert, nein, dann heißt es auch, wir beschließen, um uns dann hinter einem neuen Zukunftsentwurf für NRW mit Ausstrahlung für die gesamte SPD, auch im Bund, zu sagen, hinter diesem Zukunftsentwurf versammeln wir uns gemeinsam. Und dabei müssen wir uns gar nicht neu und komplett erfinden. Wir haben viele gute Beschlüsse in der Vergangenheit getroffen. Die gilt es zu überprüfen, vielleicht auch anzupassen, den einen oder anderen auch zu revidieren. Aber das ist eine Grundlage, auf der wir aufbauen können. Und wir werden dazu einen Beschlussspeicher, ein fürchterliches Wort, aber es ist so mit 3S, einen Beschlussspeicher anlegen, damit auch wirklich jede Gliederung nachvollziehen kann, was passiert denn mit dem, was sie in den Ortsvereinen, in den Unterbezirken und Kreisverbänden tatsächlich auf den Weg gebracht haben. Denn am Ende gilt es auch, die Arbeit der Ortsvereine, Unterbezirke und Kreisverbände wertzuschätzen. Und das geht nur, wenn wir auch aufzeigen, was mit euren Beschlüssen passiert. Ja, im Leitantrag steht etwas von einer Parteischule NRW. Was verstehen wir darunter? Unsere Bildungswerke, unsere nahestehenden Organisationen haben wunderbare Fort- und Weiterbildungsangebote. Das ist richtig. Die wollen wir nun unter einem Dach zusammenführen und aufeinander abstimmen. Wir wollen, dass diese Schule mobil ist. Sie muss mit ihren Angeboten raus ins Land abgestimmt und zum fortlaufenden Wiedereinstieg alles ermöglichen. Die Stundenpläne dieser Parteischule müssen frühzeitig erstellt sein, dass die Teilnahme planbar ist. Und gleichzeitig müssen wir E-Learning-Programme für all diejenigen, die keinen Stundenplan einhalten können, trotzdem teilnehmen. Das ist ein Baustein, weil wir brauchen ganz viele, die wissen, auf welcher Grundlage wir uns vereint haben. Die wissen müssen, auf welcher Grundlage wir Zukunft gestalten wollen. Das ist ein Baustein, die Parteischule, um das zu ermöglichen. Meinen Beitrag will ich dazu leisten. Wir brauchen diesen Plan, denn der Plan ist der Ersatz für den Irrtum und für den Zufall. Und wir gewinnen nicht alleine dadurch Profil, indem wir uns an Armin Laschet abarbeiten, obwohl der da Gelegenheit genug für bietet. Daraus allein wird keine Zukunft gemacht. Wir können uns über die unsäglichen Ministerinnenpostenbesetzungen lustig machen, teilweise ja, kein Problem, aber ernsthaft, dass die Allgemeinwohl von Eigeninteresse noch nie zu unterscheiden wussten, ist ja fast schon eine Tatsache, die bei Wikipedia veröffentlicht ist. Also, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen nach vorne. Wir müssen immer wieder den Finger in die Wunde legen und aufzeigen, wo sie ganz klammheimlich die Errungenschaften unseres Landes schleifen wollen. Und ich nenne euch ein Beispiel. Quasi durch die Hintertür wollten sie bei den Ärmsten der Armen kürzen, nämlich das Sozialticket mal eben abschaffen. Das ist nur auf Druck der Öffentlichkeit mit den Gewerkschaften an unserer Seite gelungen, dass diese
diese Streichung endlich vom Tisch war. Vielen Dank, dass wir da so eng beieinander gestanden haben. Und in der Rücknahme wurde deutlich, welch Geisteskind Sie sind. Für Sie war das Sozialticket und ist es heute noch ein gönnerhaftes Almosen, was Sie verteilen. Von Gottes Gnaden quasi aus Armin Laschets Hand für die Ärmsten der Armen. Für uns muss es das Recht auf Teilhabe bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Und es zeigt sich in den Debatten im Landtag immer deutlicher, dass Sie dieses Mantra privat vor Staat immer noch pflegen und weiter ausbauen wollen. Für uns gehört dazu, dieses Mantra jeden Tag aufs Neue zu entlarven. Wo sind Sie denn, Armin Laschet und Konsorten, wenn es um die Arbeitsplätze bei Siemens und Thyssen geht? Sie zucken mit den Achseln und sagen, da können wir leider nichts tun und machen sich aus dem Staub. Unsere Aufgabe ist es, weiterhin an den Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land zu stehen und es nicht zu solchartigen Personalabbau kommen zu lassen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir müssen höllisch aufpassen. Aufpassen auf die, die da mit sitzen und mit den Schultern zucken und sagen, wo Staat nichts machen kann. Das ist diese Mitte-Rechts-Koalition. Sie entziehen sich ihrer Verantwortung. Und ich will nicht, dass die Errungenschaften dieses Landes einfach abgebaut werden. Die Errungenschaften, eine davon ist das BAföG. Die haben mich geprägt. Ohne BAföG hätte ich beispielsweise als Erste aus unserer Familie nicht studieren können. Aber darauf dürfen wir uns doch nicht ausruhen, dass das, was unsere Väter und Vorväter geleistet haben, wunderbar ist und schön. Denn die neue Zeit benötigt neue Antworten. Und deswegen müssen wir weiter darüber nachdenken, wie Arbeit und Beruf überhaupt definiert werden. Sebastian, du hast es gesagt, nicht verharren in den 80er Jahren. Wie kriegen wir Familie und Beruf überein bei Schleifen, wo mögliche Arbeitszeitgesetze angedroht ist es ja über die Mitte-Rechts-Koalition in ihrem Koalitionsvertrag. Ich kenne das Gefühl, zumindest wurde es mir so von meinen Eltern vermittelt. Ich selbst habe keine Kinder, aber ich weiß noch, wie glücklich meine Eltern waren, als sie mit der ersten AWO, mit dem ersten AWO-Kindergarten in meiner Geburtsstadt in Witten einen Platz für mich ergattert haben. Und dennoch war meine Mutter zwischen Arbeitszeit und Öffnungszeit sehr gehetzt. Ich weiß, was es heißt, Möglichkeiten, die es zuhauf gibt, die man aber nicht wahrnehmen kann. Als meine Eltern mit mir nach Südkirchen im Münsterland zogen und die weiterführende Schule in Werner an der Lippe war, da fuhr der letzte Bus um 15 Uhr. Da war kein Kino, da war kein Jugendclub. Wir haben uns mit uns selber beschäftigt, teilweise zumindest. Ich weiß, was es heißt, 8 Stunden am Tag im Einzelhandel zu arbeiten. Denn so habe ich die teuren Bücher für mein Jurastudium finanziert. Ich weiß, was es heißt, als am Anfang meiner Selbstständigkeit noch ganz viel Monat am Ende des Geldes da war. Und deswegen, auch aufgrund dieser Erfahrungen, bin ich 1996 in die SPD eingetreten.
Ich bin eingetreten, weil ich gemeinsam mit anderen Veränderungen herbeiführen will. Und diese Veränderungen sind wichtiger denn je, liebe Genossinnen und Genossen. Und das kommt alles nicht von selbst, sondern das haben wir gemeinsam zu organisieren. Denn wir spüren doch, wie andere uns glauben machen wollen, dass Europa überflüssig ist, dass der Nationalstaat das alleinbringende Mittel ist, Abschottung und Ausgrenzung. Nein, schon im nächsten Jahr werden die Kandidatinnen und Kandidaten ihr Gesicht in den Wind halten und sich klar für ein soziales Europa positionieren. Und da müssen Sie unsere aller Unterstützung haben, liebe Genossinnen und Genossen. Wir kämpfen für ein soziales Europa aus NRW heraus und damit auch für die gesamte SPD in Europa. Und ein Jahr weiter kämpfen wir schon wieder. In jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in der Kommunalwahl 2020. Und dann darf es nicht sein, dass die NRW-SPD sagt, das ist jedem Unterbezirk überlassen, wie das zu organisieren ist. Nein, auch da muss die NRW-SPD eine schlagkräftige Organisation sein, um jeden und jede Kandidatin vor Ort zu unterstützen, wo Unterstützung benötigt wird, liebe Genossinnen und Genossen. Denn dort spielt das Leben, dort spielt die Musik jeden Tag aufs Neue. Und genau das kann SPD. Unsere Bürgermeisterinnen, unsere Landräte, unsere Mitglieder in den Räten und Kreistagen beweisen es doch immer wieder, Tag für Tag. Und das würde ich gerne zusammen mit euch organisieren. Ich kandidiere heute als eure Generalsekretärin. Und ich bin überzeugt, ich kann das. Meine Erfahrung als Unterbezirksvorsitzende aus Dortmund mit 52 Ortsvereinen und 12 Stadtbezirken will ich da gerne einbringen. Ich glaube, in Dortmund habe ich kennenlernen dürfen, wie unsere Partei tickt. Und deswegen lasst uns wieder selbst überzeugt sein, dann überzeugen wir auch andere. Wir brauchen kein Gedenken. Wir brauchen Gedanken. Und mit den neuen Gedanken zieht dann auch wieder mit uns. Und zwar nur mit uns. Die neue Zeit. Glück auf!